Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 65: Die Unzertrennlichen. Zweiter Teil. Keiner wollte seine Anmerkungen mit bösartigen Äußerungen kommentieren, wie »Er hat's einem auch nicht leicht gemacht« oder »Kein Wunder, so wie er sich aufgeführt hat«. Stattdessen herrschte Stille, bis Harry davon erzählte, dass er mit zwei Schülern und Ginny im Kino in der Muggelwelt gewesen war, wo er staunend festgestellt hatte, dass der Elf ihm dorthin offenbar nicht folgen konnte. Hermine als Elfenexpertin warf selbstsicher ein. Elfen dürfen ja auch nur aus eigenem Antrieb in die Muggelwelt, aber nicht auf einen Befehl ihres Herrn hin. Damit wir das Ministerium verhindern, dass Hauselfen im Auftrag ihrer Meister bei den Muggeln Schaden anrichten. Ansonsten sind nämlich Elfen den Menschen gegenüber wohlgesinnt. Die würden sich Muggeln nicht einmal zeigen, weswegen von ihnen auch keine Gefahr ausgeht. Das wird vom Ministerium überwacht, wisst ihr? Ich meine, immerhin ist dort jeder Elf registriert. Harry erzählte daraufhin. Severus hat mir diesen Antrag gegeben und gesagt, dass ich ihn dort ausfüllen soll, wo mein Spion mir nicht folgen kann, also in der Muggelwelt. War eine tolle Idee von ihm mit dem Antrag. Hey, das war meine Idee. Hat er dir etwa weisgemacht, dass es seine war? Dieser... Mit staunendem Gesichtsausdruck unterbrach er Hermine und sagte, nein, hat er nicht, aber ich dachte, es wäre seine Idee. Er hat mir ja nur das Formular gegeben und mir nicht. Wer soll denn bitteschön darauf kommen, dass dieser Antrag auf einen eigenen Hauselfen gerade deine Idee war? Ron warf schelmisch ein. Das möchte ich auch gerne mal wissen, Hermine. Wie soll man denn da darauf kommen? So ein Ratschlag gerade von dir, der Vorsitzenden der Hauselfenbefreiungsfront. Bleibst deinen Ansichten wohl gar nicht treu? Die armen, armen Elfen. Hermine nahm ein Kissen vom Sofa und schlug Ron damit, der sich vor Lachen kaum noch halten konnte. Schnaufend und kichernd sagte Hermine. Ich gehe davon aus, dass Harry einen Hauself mit Respekt behandelt. Und er weiß ganz genau, dass er Ärger mit mir bekommt, wenn er den Elf schlecht behandeln sollte. Sie warf ihm einen strengen Blick hinüber, der jedoch von einem wachsenden Grinsen ihrerseits wieder zerstört wurde. Hermine reichte etwas Bruschetta mit Tomatenstückchen und Knoblauch herum, während sie erzählte. Ich habe übrigens nicht nur mein Heilerzertifikat in der Tasche, sondern habe auch noch eine Verbesserung am Wolfsbandtrank vorgenommen. Remus hat das vor 2 Wochen getestet. Ungläubig warf Harry ein. Was denn für eine Verbesserung? Der Geschmack. Das Zeug stank nicht nur fürchterlich, es schmeckte auch widerlich. Hat Snape ziemlich von den Socken gehauen, als er mein Phänomenal auf dem Zertifikat gesehen hat. Die Note habe ich wegen meiner zusätzlichen Abschlussarbeit über den Werwolfsbandtrank bekommen. Snape wollte, dass ich ihm alles haarklein über meine Theorie erzähle. Sie schilderte, wie Remus am 9. dieses Monats zunächst den Vanillegeschmack getestet hatte und er vor lauter Begeisterung ganz aus dem Häuschen gewesen wäre. Am Tag darauf hatte er Waldmeister versucht und am letzten Tag vor Vollmond hatte er nochmals Vanille gewählt, weil der Geschmack ihm am besten gefallen hatte. Für den Fall, dass die Aromastoffe den Trank womöglich doch geschwächt oder dessen Wirkung aufgehoben hatten, ist er am 12. August in der heulenden Hütte eingeschlossen worden. Am nächsten Tag konnte er doch freudestrahlend erzählen, dass er während und nach der Verwandlung seinen klaren Verstand behalten hatte. Das ist ein Hammer, Hermine. Ich bin sicher, wenn es jemanden gibt, der sogar einen Heiltrank brauen könnte, dann bist du das. Sagte Ron stolz, doch Hermine antwortete traurig klingend, dass das wohl nicht möglich wäre. Ach ja, ich hatte mich ein wenig mit Remus unterhalten wegen seiner... Situation. Er sagte, Tonks und er hätten sich dazu entschlossen, nun doch nicht zu heiraten. Aber sie bleiben verlobt. Beide hoffen, dass in den nächsten Jahren das Gesetz geändert wird, damit sie ohne Auflagen heiraten und eine Familie gründen können. Erklärte Hermine etwas betrübt. Die anderen beiden schauten ebenfalls bedrückt drein, aber niemand
wollte sich zu dem Thema äußern, denn das Gesetz der Tierwesenbehörde ließ ihnen einen kalten Schauer den Rücken herunterlaufen. Als Hermine Ron aufforderte, Harry von der neuen Jägerin bei Pfützensee zu erzählen, da winkte er ab. Sagte nur, die neue wäre Angelina und dass das überstürzte Date mit ihr schon nach wenigen Minuten den Bach heruntergegangen wäre. Doch Harry konnte nicht überhören, wie Hermine ihrem ehemaligen Verlobten Mut zusprach, Angelina noch eine weitere Chance zu geben. Seine beiden besten Freunde hatten ihm gegenüber noch immer nicht konkret gesagt, dass sie ihre Verlobung aufgehoben hatten. Aber so, wie sie sich verhielten, war es für Harry eindeutig. Hermine und Ron gingen trotzdem weiterhin so unbekümmert miteinander um, weswegen Harry sie auch nicht darauf ansprechen wollte. Weil Ron nichts über sein Date erzählen wollte, machte Hermine mit ihren Neuigkeiten weiter, indem sie von ihrer ersten eigenen Entdeckung sprach. Ich habe übrigens einen völlig neuartigen Trank erfunden, Leute. Das wird noch richtig Schlagzeilen machen. Ihre beiden Freunde forderten sie auf, sofort weiterzuerzählen, sodass sie erklärte. Das ist eine Sache, die mit Harrys Gabe zu tun hat, denn deswegen bin ich erst darauf gekommen. Ich habe mir gedacht, es wäre doch schön, diese Gabe mal zu sehen. Vielleicht könnte man so nämlich feststellen, wie sie sich formt und wo sie sich im Körper konzentriert, bevor sie aktiv wird. Damit man überhaupt mal weiterforschen kann. Da bieten sich so viele Möglichkeiten, wozu man das... Sichtbar machen? Unterbrach Ron verdutzt. Korrekt, sichtbar machen. Ihr wisst ja bestimmt, dass die Magie in Zauberern und Hexen aus kleinen Magieteilchen besteht, die man beim Zaubern aktiviert und die sich im Ruhezustand natürlich immer noch in einem befinden. Beide schüttelten den Kopf, sodass Hermine die Sache abkürzte, indem sie sagte. Gut, dann lasse ich die Physik mal außen vor. Ich habe also diesen Trank erst einmal nur theoretisch entwickelt. Und als ich den dann auch gebraut habe, hat Snape verlangt, dass ich ihn an mir teste. Und? Hast du? Fragte Ron mit großen Augen, woraufhin sie nur nickte. Ich konnte zwar nicht sehen, wie es bei mir aussieht, aber Snape konnte. Die Magie stellt sich mit Farben dar, ähnlich wie eine Aura. Er meinte, meine Farben wären überwiegend gelb und braun. Und als ich einen Aufrufzauber ausgeführt habe, sind sie kräftiger geworden. Außerdem hätten sie sich in meinem Arm konzentriert. Leider wollte Snape den Trank danach nicht selbst einnehmen. Ich hätte zu gern gesehen, wie das bei jemandem aussieht. Sagte sie am Ende etwas traurig klingend. Als sie die beiden verdatterten Gesichter betrachtete, fragte sie mit einem strahlenden Lächeln. Möchte vielleicht einer von euch mein Versuchskaninchen sein? Ohne Umschweife stimmte Harry zu und Ron machte es seinem Freund nach kurzem Zögern gleich. Weswegen Hermine die beiden nacheinander umarmte und fest an sich drückte, denn sie hatte eigentlich mit zwei Absagen gerechnet. Das können wir ja in den nächsten Tagen testen, noch bevor Ginny ihr Baby bekommt. Da habe ich nämlich noch Zeit. Snape hilft Madame Pomfrey mit einigen Tränken, weswegen er mir vorerst eine Woche Auszeit gönnt. Erklärte Hermine. Den Esstisch hatten die drei hinter sich gelassen, um es sich auf der Couch gemütlich zu machen. Als das Gespräch wieder auf Harrys Elf kam, fragte Ron neugierig. Sag mal, Harry, wie ist dein Hauself denn so? Macht er alles, was du von ihm willst? Sicher würde er alles machen, aber ich habe ja kaum was, um ihn zu beschäftigen, antwortete Harry, dem gleich darauf der Abend einfiel, an dem er Wobble erhalten hatte. Und diese Geschichte wollte er mit seinen Freunden teilen. So schilderte er kurz von Anne, die offensichtlich als Kind von einem Vergissmich ihrer Erinnerung beraubt wurde. Hermine regte sich so sehr darüber auf, dass Harry verzweifelt nach einem anderen Thema suchte, mit dem er Hermines bedingungslose Aufmerksamkeit erhalten würde. Severus ging ihm durch den Kopf, weswegen Harry erzählte, »Ich habe da was wegen der Pergamentrollen von Severus herausgefunden.« Hermine setzte sich aufrecht dahin und warf ein. »Snape hat übrigens mich beschuldigt, sie gestohlen zu haben. Habe ich das schon erzählt? Ich konnte ihn gerade noch davon überzeugen, dass ich es nicht war.« Ich bin einfach nur ehrlich gewesen und habe ihm gesagt, ich würde zwar seine Geheimverstecke kennen, aber ich würde mich nicht mit ihm anlegen wollen. Dieser blöde Penner! Wer fällt ihm eigentlich eine Diebin zu nennen? Sagte Ron verteidigend,
Aufgrund seiner Aussage zog Hermine beide Augenbrauen in die Höhe und erinnerte ihn daran. Naja, ich sage nur, zweite Klasse, Vielsafttrank, Baumschlangenhaut, Snapes persönliche Vorräte. Hat er zum Glück bis heute nicht in Erfahrung gebracht, dass ich die damals gestohlen habe. Harry kicherte wie ein Schuljunge und lauschte dann wieder neugierig, als Hermine weitererzählte. Aber was ich noch sagen wollte, ich habe an Snape neulich eine sichtbare Veränderung wahrgenommen und nicht nur eine auf seiner Gefühlsebene. Dieses Mal warf Harry aufgeregt und mit weit aufgerissenen Augen ein. Ja, ich auch! Um zu sehen, ob sie etwas Ähnliches erlebt hatte, fragte Hermine. Seine Augen? Harry nickte zustimmend. Wieso? Was war mit seinen Augen? Wollte Ron wissen. Sie waren plötzlich braun. Harry ergänzte ihre Aussage mit den Worten. Ja, sie wirkten irgendwie auch viel wärmer. Ron schüttelte ungläubig den Kopf. Er wusste, denn er hatte durchaus in seinem Leben auch mal freiwillig ein Buch in die Hand genommen, dass es nicht möglich war, weswegen er beteuerte. Eine Augenfarbe kann sich aber nicht ändern. Babys haben meistens blaue Augen, das weiß jeder. Ende des ersten Lebensjahres hat sich dann eine Augenfarbe gebildet und die könnte sich höchstens noch einmal minimal während der Pubertät verändern. Sorry, aber Snape sieht mir nicht so aus, als würde er noch mitten in der Pubertät stecken. Als Erste wollte Hermine ihr Erlebnis erzählen, weshalb sie schilderte. Das mit seinen Augen fiel mir das erste Mal an dem Tag auf, nachdem er aus dem Krankenflügel entlassen worden war. Aber ich wusste nicht genau, was anders an ihm war. Doch an dem Tag, wo du, Harry, mit deinem Elfen bei Snape und mir vorbeigekommen bist, da habe ich kurz vorher bemerkt, dass seine Augen heller und lebendiger waren. Ich habe ihn sogar darauf angesprochen, gefragt, ob seine Augen heller geworden wären. War wohl etwas zu viel für ihn, als ich ihn dann auch noch gebeten habe, mich nochmals anzusehen. Da ist er plötzlich wieder grantig geworden und meinte, seine Augen oder ihre Farbe würden mich nichts angehen. Als er so gemeckert hat, da waren seine Augen wieder dunkel wie immer, fast pechschwarz. Hermine, ich glaube, da fügt sich langsam was zusammen. Wisst ihr überhaupt, wie er im Krankenflügel gelandet ist? Fragte Harry mit leiser Stimme, als würde er gleich ein Geheimnis preisgeben wollen. Nachdem beide wortlos verneint hatten, erklärte er. Das war der Tag, als er meine Babydecke gesehen hat. Da war er erst einmal völlig von der Rolle, konnte sich nicht einmal mehr bewegen. Der Anblick hat ihn völlig versteinert, bis ich sie weggezaubert habe. Und dann ist er einfach abgehauen. Ich bin ihm natürlich sofort hinterher und habe ihn aufgehalten. Hab ihn gefragt, was denn nur los sei. Er war völlig fertig und wirkte irgendwie... Harry suchte nach Worten, bevor er fortfuhr. Zerbrechlich und verletzlich. So habe ich ihn noch nie gesehen. So schwer es mir fällt, das zu sagen. Snape ist auch nur ein Mensch. Doch schön zu hören, dass selbst er mal Schwächen zeigt. Harry erzählte noch schnell. Er war so am Boden zerstört. Er tat mir echt leid. Ich habe ihn dann etwas ausquetschen müssen und er sagte dann, er hätte einen Druck auf dem Herzen. Naja, er hat's eher gezeigt und er meinte, die Decke sei schuld daran gewesen. Bevor Hermine oder Ron etwas einwerfen konnten, erzählte er noch, wie er kurz vor Severus Ohnmacht von Remus und Sirius herausbekommen hatte, dass die Decke ein Geschenk von Severus an seine Eltern gewesen war, was die beiden natürlich zum Staunen brachte. Am gleichen Abend, als es Severus so schlecht gegangen war, hatte er offensichtlich, weil er es selbst nicht genau wusste, was ihm fehlte, sämtliche Tränke eingenommen, um sich von dem Druck zu befreien. Die hatten dann ein Herzflimmern verursacht, weswegen Severus das Bewusstsein verloren hatte und in den Krankenflügel gebracht worden war. Wow! War das Einzige, was Hermine sagen konnte. Ron war der Erste, der empfahl. Irgendjemand muss doch mehr wissen, Harry. Weiß Remus nicht noch was? Frag ihn doch nochmal aus, ja? Oder triff dich nochmal mit ihm wegen seiner Tagebücher. Da ist mit Sicherheit noch viel mehr zu holen als beim letzten Mal. Harry, hast du Snape eigentlich jemals wegen deiner Eltern gefragt? Ich meine jetzt, wo ihr euch etwas besser versteht? Fragte Hermine. Nein, warum sollte ich auch? Erwiderte er. Sie seufzte und erklärte. Naja, er ist der Einzige, der deine Eltern gekannt hat, mit dem du noch nie über sie geredet hast.
Selbst mit McGonagall oder Slughorn hast du über deine Eltern gesprochen. Wenn Snape fragt, warum du gerade ihn fragst, würde ich genau das sagen, dass du schon mit denen, die sie früher gekannt haben, gesprochen hast, außer mit ihm. Mal sehen, wie er dann reagiert. Harry nickte nachdenklich und überlegte, ob das eine so gute Idee wäre, während Hermine von den ganzen Informationen, die sie heute bereits erhalten hatte, erschlagen die Beine auf die Couch legte, und zwar auf Rons und Harrys Schenkel. »Ich hoffe, es ist bequem so, Madame?« fragte Harry mit vornehmer Stimme, als wäre er ihr Butler, woraufhin sie nur heftig lächelnd nickte. Nach einer ganzen Weile, die er mit sich selbst gehadert hatte, offenbarte Harry leise, weil er seinen beiden Freunden immer alles anvertraut hatte. »Ich hab heimlich die Pergamentrolle gelesen.« Mit einem Male war Hermine wieder in einer senkrechten Position, als sie ihn fast schon mit zitternden Lippen bat. »Erzähl! Um was geht's? Was steht drin?« Im Vorfeld erzählte Harry, dass Dobby einem der Spione die Rollen heimlich abgenommen hatte, weil er glaubte, sie würden Harry gehören, bevor er das weitergab, was in den Rollen stand. Er erzählte den Traum nach und ernannte alle dazu von Severus notierten Gefühle, so gut er sich noch daran erinnern konnte. Am Ende seiner Ausführung herrschte zunächst Stille, die Ron als erster brach. »Dass der nicht ganz rund läuft, wussten wir doch schon immer. Echt komischer Traum. Wenn das aber nur ein Traum gewesen war, warum macht er da so ein Theater drum? Ich meine, Geheimverstecke und Schutzzauber, damit es keiner lesen kann? Bisschen viel Aufwand für einen Traum, meint ihr nicht? Was, wenn es eine Vision war? Eine Prophezeiung?« Harry rollte mit den Augen, bevor er quengelte. »Nicht schon wieder eine Prophezeiung, die sich um mich dreht.« Hermine verneinte und erklärte. »Nein, Prophezeiungen sehen anders aus. Der Seher, in dem Fall wäre das Snape, würde nichts von dieser Prophezeiung wissen, denn die wird jemand anderem offenbart. Der Seher selbst ist nämlich in Trance und erinnert sich nicht einmal mehr daran, etwas gesagt zu haben, geschweige denn eine Prophezeiung gemacht zu haben.« Hierzu konnte Harry etwas beitragen und so schilderte er. »Was Hermine sagt, stimmt. Trelawney hatte in unserem vierten Schuljahr eine Vision und ich war derjenige, der sie gehört hat. Sie selbst wusste danach gar nicht mehr, dass sie überhaupt etwas gesagt hatte. Es kann also nur ein Traum sein, was Severus da so detailliert niedergeschrieben hat.« Witzelnd sagte Ron. »War aber ein ziemlich durchgeknallter Traum. Wer weiß, was Snape sich vom Schlafengehen reingezogen hat. Ein paar Biddywick-Stacheln schon hebt man ab.« Die drei mussten bei dem Gedanken an einen Professor Snape, der berauschende Drogen zu sich nahm, erst einmal herzlich lachen. Denn kaum etwas schien unglaubwürdiger zu sein. »Ich hab Appetit auf was Süßes«, stellte Ron für sich selbst fest, bevor er sich auf den Weg in die Küche machte. »Ron, wir haben eben Pizza, Nudeln und Bruschetta gegessen«, zählte Hermine ein wenig vorwurfsvoll auf. Doch Ron erklärte seinen Heißhunger mit dem anstrengenden Quidditch-Training, welches ihn seiner Energie berauben würde. Und wenn er nicht jetzt, in diesem Moment, etwas Süßes zu sich nehmen würde, würde er wohlmöglich umfallen. Harry rief Ron lachend hinterher. »Bring mal Schokolade mit! Oder diese Gummiteile!« »Fresssäcke!« war Hermines einziger und nicht ernst gemeinter Kommentar. Während ihre Freunde über einen Haufen Süßigkeiten herfielen, sagte Hermine trocken. »Als ich euch das erste Mal im Hogwarts-Express getroffen habe, da habt ihr genauso ausgesehen wie jetzt.« Sie deutete mit dem Finger auf die vielen leeren Schokofroschpackungen auf ihren Schößen und der Couch, auf die etlichen Gummischnecken auf den Schenkeln und auf die offene Schachtel Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Ron und Harry grinsten sich an, als sie offenbar in genau derselben Erinnerung schwelgten. »Gut, dann stopft euch mal die Mägen voll, während ich einfach mal laut denke. Wenn das also ein Traum von ihm war, dann sollten wir ihn auf jeden Fall deuten lassen.« »Deuten lassen? Diesen abstrusen Traum kannst du doch niemanden unter die Nase halten. Das schwarze Mal auf den Armen und Harry, der es mit seinem Stab berühren wollte. Merlin, wenn die Presse davon Wind bekommen sollte, dann ist Harry weg vom Fenster. Kannst du den Traum nicht selber deuten, Hermine?« Sie schnaufte ungläubig, bevor sie sagte. Pff,
Selbst euch dürfte es nicht entgangen sein, dass Wahrsagen nicht mein Fach war. Ron schilderte, dass Wahrsagen damals auch nicht sein und Harrys Fach waren, sie aber trotzdem ganz gute Noten bekommen hatten. Ron blickte grinsend zu Harry hinüber, der lediglich trocken erwiderte: Nur weil wir uns Träume ausgedacht haben, die wir dann gedeutet haben, falls du dich noch erinnern kannst. Ja, sicher. Aber die Noten, die Trelawney uns dafür gegeben hat, waren noch spitze. Erwiderte Ron amüsiert. Hermine seufzte und erklärte dann: Naja, so leicht wird das wohl nicht werden, Snapes Problem zu ergründen. Aber ich würde zu gern mal wieder in die Bibliothek gehen. Zeit habe ich dafür nur so lange, wie Snape noch mit Madame Pomfrey und den Tränken beschäftigt ist. Sonst wird's schwer. Aber du hast recht, Ron, das werde ich mal machen. Du schreibst mir den Traum so genau wie möglich auf, Harry. So gut du dich dran erinnern kannst, damit sich kein bösartiger Fehler einschleicht und irgendein Schmarrn dabei rauskommt. Harry stöhnte, nickte zustimmend, doch gleich darauf sagte er: Meinst du nicht, dass es ziemlich gefährlich wäre, wenn du in der Nähe von Severus mit seinem Traum in den Händen rumläufst? Was, wenn er dahinter kommt, dass du eine Art Kopie davon hast? Oh, da ist was Wahres dran. Aber wie machen wir es sonst? Deine Nacherzählung eben war viel zu ungenau. Ich möchte nicht, dass bei der Traumdeutung irgendetwas Abartiges bei herauskommt, nur weil ich nicht alle Informationen hatte. Entgegnete sie. Ron lutschte am Kopf eines Schokofrosches und lauschte aufmerksam den Bedenken seiner Freunde, bevor er einwarf: Wenn Harry so gut in Okklumentik ist, vielleicht kann er dann auch Legilimentik. Probiert hast du es jedenfalls noch nicht, oder? Harry schüttelte den Kopf, weshalb Ron vorschlug: Ich könnte es ja mal versuchen, dann kann Hermine nämlich Wort für Wort den Traum aus seinen Gedanken in ihre hineinkopieren. Hermine grübelte einen Moment, bevor sie sehr zurückhaltend sagte: Wir könnten es ja mal probieren. Wäre zumindest mal einen Versuch wert. Du hast ja selbst mal erzählt, dass du ohne Legilimentik in Snapes Kopf gelandet bist, als du ihn aus deinem Geist verdrängt hast. Vielleicht ist es möglich, dass du mich in deinen holst, nachdem du... Die Möglichkeit, durch einen Erstversuch in Legilimentik von Harry womöglich im Gedächtnis geschädigt zu werden, brachte sie auf eine ganz andere Idee, denn sie sagte wesentlich enthusiastischer: Wir könnten aber auch versuchen, ein Denkarium zu benutzen, Harry. Die Idee wäre viel besser. Kennst du jemanden außer Dumbledore und Snape, der eins besitzt? Dann könnten wir nämlich alle drei den Traum lesen. Harry schüttelte den Kopf und erklärte: Die Dinger sind sehr selten. Damals, bei Dumbledore im Büro, habe ich erst erfahren, dass es so etwas überhaupt gibt. Und das Snape jetzt hat, ist definitiv neu. Denn damals, als ich seine Erinnerung... Harry hielt kurz inne und fuhr anders fort: Das war damals das geliehene Becken von Dumbledore. Minerva hat mir erzählt, dass Severus auf sein Preisgeld von der Ordensverleihung verzichtet hat und man ihm daher völlig überraschend ein Denkarium angeboten hat. Ich kenne sonst keinen, der eins hat. Ron zog die Augenbrauen zusammen und fragte nach: Man bekommt auch noch zusätzlich ein Preisgeld, wenn man ein Merlin in die Hand gedrückt bekommt? Wie viel hast du denn bekommen? Harry zuckte nur mit den Schultern und sagte, er wüsste nicht einmal, ob er überhaupt was bekommen hätte. Nachdem Ron einen Moment überlegt hatte, sprudelte es ungebremst aus ihm heraus, als er sagte: Okay, Harry, du wirst bei Gringotts nachfragen, ob du Kohle vom Ministerium in dein Verlies bekommen hast. Und ich werde einfach mal Dad fragen, ob nicht zufällig im Ministerium ein Denkarium herumsteht, das wir mal benutzen dürfen. Wieso soll ich nachschauen lassen, ob das Geld vom Minis... Ron unterbrach ihn und erklärte aufgebracht: Mann, Harry, wenn die vergessen haben, dir dein Preisgeld zu geben, dann kannst du doch so frech sein und dir stattdessen ein Denkarium wünschen. Versuchen kann man es doch mal. Wer könnte dir schon einen Wunsch abschlagen? Wieder übermannte ihn das schlechte Gewissen, weswegen Harry betrübt sagte: Ich weiß nicht, ob das mit dem Traum eine so gute Idee ist. Ich meine, vielleicht hat er gar nichts mit seinen Veränderungen zu tun. Er wird mich vierteilen, wenn er jemals erfahren würde, dass ich seinen Traum gelesen habe. Er hat mich ja schon getestet. Wie meinst du das, er hat dich getestet? Fragte Hermine ungläubig. Naja, Severus hat mir die Schriftrollen zum Lesen gegeben. Aber dann fiel mir ein, dass ich die Schrift ja eigentlich gar nicht sehen dürfte, obwohl ich sie gesehen habe. Er hatte ja gesagt,
dass er die Rollen mit Schutzzaubern versehen hat. Ich hab gelogen und hab ihm gesagt, dass die Papiere leer wären. Daraufhin meinte er dann nur, dass die Schutzzauber wohl noch aktiv wären. Natürlich waren die noch aktiv. Und er wusste das auch ganz genau. Er wollte mir damit eine Falle stellen und herausbekommen, ob ich die Rolle mit Hilfe meiner Gabe längst gelesen habe. Hermine machte große Augen, doch dann sagte sie warnend: Wir dürfen eines nie vergessen. Snape ist immer noch Snape. Er lässt sich nicht so leicht hinters Licht führen und er kann immer noch ein gefährlicher Mann sein, wenn man seinen Zorn auf sich zieht. Wir müssen um Himmels Willen vorsichtig bleiben, denn wenn er uns dazu bringt, nicht mehr wegen ihm nachzuforschen, dann wird ihm keiner mehr helfen können. Nachdem sie einen Moment über die gesamte Situation nachgedacht hatte, fügte sie noch hinzu: Es ist, nach alledem, was er gesagt hat und was bereits vorgefallen ist, definitiv zu bejahen, dass er Hilfe wünscht. Aber ich glaube auch, je näher wir seinem Geheimnis kommen, desto bedrohter fühlt er sich. Weißt du was, Ron? Du kannst mir aus der Küche mal diese runde Packung Eis holen, die ich gestern mitgebracht habe. Das ohne künstliche Zusatzstoffe. Aber Hermine, wir haben eben Pizza, Pasta und... äffte Ron vorgespielt, entsetzt ihre eigenen Worte von vorhin nach. Doch er wurde abermals unterbrochen, denn Hermine fand Gefallen daran, ihn mit einem Kissen zu schlagen. Während Ron das Eis holte, neckte Harry seine Freundin, indem er ihr ankreidete: Mit Aromastoffen hantieren, aber selbst keine künstlichen Zusatzstoffe essen wollen. Er schüttelte vorwurfsvoll den Kopf, aber sie grinste nur und entgegnete gar nichts. Von der Eispackung entfernte sie zunächst den runden Deckel und dann die Kunststofffolie, bevor sie es einfach auf den Tisch stellte. Hermine, ich dachte, du wolltest es essen. Will ich auch, aber es steht drauf, dass man es 10 Minuten bei Zimmertemperatur stehen lassen soll, damit sich der Geschmack entfalten kann, antwortete sie, doch als er ungläubig dreinblickte, reichte sie ihm das Eis hinüber und zeigte auf die kleine Schrift, die auf der Packung stand. Verdutzt sagte Ron daraufhin: Muggel-Eis mit einer Gebrauchsanweisung? Ich fass es nicht. Gleich darauf fand er die Inhaltsstoffe, sodass er erstaunt, aber auch flunkernd sagte: Da ist ein Haufen Sahne drin. Hermine, deine Figur. Ach, für wen sollte ich da denn noch drauf achten? Erwiderte sie etwas traurig wirkend. Für Harry war nun definitiv klar, dass die beiden nicht mehr zusammen waren. Und dieses Mal sprach er es auch an. Ihr habt euch also getrennt? Die beiden nickten bekümmert, doch sie setzten gleich wieder ihre fröhlichen Mienen auf. Sie erzählten ihm, dass sie an dem Abend vor der Verlobungsfeier von Remus und Tonks lange miteinander geredet hätten und beide zu der Ansicht gekommen waren, dass sie zwar dicke Freunde wären und auch bleiben würden, aber sie als Paar einfach nicht zusammenpassten. Hermine brachte es auf den Punkt, indem sie lächelnd versicherte: Ron und ich mögen unsere Beziehung beendet haben, aber wir drei bleiben unzertrennlich, richtig? Nachdem Hermine ihr Eis vom Löffel geleckt hatte, schlug sie vor: Wir könnten meinen Trank auch jetzt an euch testen, aber ich müsste erst ein Fläschchen holen. Ich habe nichts davon bei mir. Wozu hat Harry ein Hauself? Der könnte das doch holen, warf Ron ein, und Harry stimmte dem zu. Er sagte ganz laut den Namen seines Hauselfen, der gleich darauf mit einem Plopp erschien. Mr. Potter, Sir, wie kann ich Ihnen dienlich sein? Ron brach in Gelächter aus und fragte ungläubig: Der heißt Wobble? Was ist denn das für ein komischer Name? Von Hermine bekam er gleich darauf einen bösen Blick zugeworfen, doch er konnte einfach nicht aufhören zu lachen. Erst als Wobble das Wort an ihn richtete, da hörte er, noch immer mit breitem Grinsen im Gesicht, dem Elf zu, als der fragte: Sie finden meinen Namen witzig, Sir? Wieder begann Ron zu lachen, doch Wobble unterbrach und fragte höflich: Darf ich erfahren, wie Ihr Name ist, Sir? Ron nannte seinen Vornamen und gleich darauf brach Wobble in fiepsendes, giggelndes Gelächter aus, sodass das Grinsen auf dem Gesicht des Rothaarigen verstarb und durch eine verletzte Miene ersetzt wurde. Wobble lachte noch immer über Rons Namen und hielt sich derweil den wackelnden Bauch, während Hermine sich eine Hand vor den Mund halten musste, um ihr Lächeln zu verbergen,
Doch Harry strahlte belustigt über das ganze Gesicht. Harry, befiehl deinem Elf, er soll sich nicht über mich lustig machen, quengelte Ron. Gelassen wirkend, erwiderte Harry. Kommt gar nicht in die Tüte. Das geschieht dir ganz recht, Ron. Abrupt hörte der Elf auf zu lachen, bevor er Ron fragte. Wie fühlt sich das an, Mr. Ron? Geschlagen holte Ron tief Luft, bis er wieder langsam ausatmete, bevor er zunächst sein Gesicht verzog und dann antwortete, während er verschämt auf den Boden blickte. Ja, hab schon verstanden. Tut mir leid. Wobble, sagte Harry. Ich möchte, dass du etwas aus Hogwarts holst, und zwar... Hermine unterbrach Harry und sagte... Nein, nicht holen. Er soll es sich von Snape geben lassen. Wenn die Flasche einfach fehlt, dann glaubt Snape nachher wieder, er wäre bestohlen worden. An Wobble gewandt, erklärte Hermine. Frag doch bitte Professor Snape, ob er dir für mich ein Fläschchen von meinem Trank mitgeben kann. Wenn er fragt, wozu ich den brauche, dann sagst du einfach, ich wäre seinem Rat gefolgt und hätte ein Versuchskaninchen gefunden. Wobble schaute zu Harry hinüber, um den Befehl bestätigt zu wissen, denn nur von seinem Meister durfte er welche annehmen. Ja, mach das bitte so, wie sie gesagt hat, Wobble. Wenn er sich sträubt und dir nichts geben will, dann eben nicht, sagte Harry, bevor Wobble sich verbeugte und sich in die Luft auflöste. Mal sehen, ob Snape das wirklich macht. Ich meine, ob er deinem Elf tatsächlich Hermines Trank in die Hand drückt, sagte Ron zweifelnd. Warum sollte er nicht? Es ist meine Erfindung und wenn ich Testpersonen gefunden habe... Harry unterbrach und bat schmunzelnd. Nenn uns doch weiterhin bitte Ron und Harry und nicht Testperson 1 und Testperson 2. Nach 10 Minuten erschien Wobble mit 3 Fläschchen und einem Pergament, welches er mit den Worten überreichte. Das Miss Granger hat mir Professor Snape für Sie mitgegeben. Sie nahm die Pergamentrolle entgegen, entrollte sie und las laut vor. Sehr geehrte Miss Granger, ich bin erfreut zu hören, dass Mr. Weasley und ganz offensichtlich auch Mr. Potter sorglos genug sind, sich einem kleinen Experiment unter ihrer Aufsicht zu unterziehen. Denken Sie jedoch stets daran, dass durchaus unerwartete Nebenwirkungen auftreten können, zum Beispiel in Form einer Allergie auf eine der Zutaten. Ihnen ist bekannt, dass die Zutaten sehr kostspielig sind. Damit Sie sich alle drei darüber im Klaren sind, dass es sich bei Ihrem Trank nicht um einen Partygag handelt, erwarte ich von Ihnen, Miss Granger, dass Sie meine unten aufgeführten Anweisungen für Ihren Test befolgen, wenn ich selbst schon untröstlich bin, dem Experiment nicht beiwohnen zu dürfen. Hochachtungsvoll, Severus Snape. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.